Das Ötzidorf in Umhausen mit dem dazugehörigen Greifvogelpark ist eines der perfekten Ausflugsziele für Familien im Ötztal. Der archäologische Freilichtpark bietet einen lebendigen Einblick in die jungsteinzeitliche Geschichte rund um Ötzi, dem Mann aus dem Eis. Kurz vor dem Start in die kommende Sommersaison wurde bei einer Pressekonferenz über die Neuigkeiten informiert, die ab heuer den Park bereichern. Ja, wir haben heute kurz vor Beginn der heurigen Saison 2022 eine Pressekonferenz gemacht. Natürlich geschuldet auch von den zwei letzten Jahren, 20 Jahre Ötzidorf im Jahr 2020 und 30 Jahre Ötzifund, haben wir uns natürlich ernsthafte Gedanken gemacht, was kann man erneuern, was weiß man aus der ganzen wissenschaftlichen Analyse, was der Professor Walter Leitner, was unser wissenschaftlicher Betreuer ist. Und dann sind wir auf das Ergebnis gekommen, dass wir zwei neue zentrale Hauptplätze im Ötzidorf verwirklichen. Auf der einen Seite haben wir da einen zentralen Handwerksplatz gebaut und nacherrichtet in Zusammenarbeit mit der Überlebensschule. Der Professor Walter Leitner hat uns genau gesehen, was sollte dort vorkommen. Und da wird einfach das Handwerk, was man aus der Jungsteinzeit zu Ötzis Zeiten kennt, da wird das einfach präsentiert. Neben dieser Handwerkszone wurde auch der Dorfplatz des Ötzidorfes erneuert und lädt zum Sehen, Fühlen und Mitmachen ein und belebt somit Altes und längst Vergessenes neu. Wir haben den Dorfplatz erneuert und zwar im Sinne, dass eben die Dorfbevölkerung eingebunden war in das allgemeine Geschehen des Dorfes. Sicherlich hat es eine Art Bürgermeister gegeben, einen Häuptling, der dann auch gewisse Vorgaben gemacht hat, was in einem jungsteinzeitlichen Dorf alles an Arbeit anfällt. Und das ist gleich eine ganze Menge. Man darf ja nicht vergessen, dass im Umkreis eines solchen Dorfes eben auch Ackerbau betrieben wurde, Viehzucht und Feld- und Gartenwirtschaft. Und das musste alles organisiert werden. Da gab es also viel zu tun und es bildeten sich dann sicherlich auch gewisse Zuständige heraus, die diese Arbeiten eben geleitet haben. Und das war also diese Organisation, die notwendig war, um so ein Dorf praktisch autark zu verwalten. Zudem freut man sich neben den baulichen Erneuerungen in Umhausen auch über den neu erschienenen Museumsführer, welcher über das Ötzidorf informiert und steinzeitliche Geschichte erläutert. Es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man in so einer archäologischen Freilichtanlage auch Literaturwerke anbietet, wo man eben was zu dieser Zeit, zu dieser längst vergangenen Zeit erfahren kann. Und das kann man am besten in Form eines Führers machen, wo zum einen Bedacht genommen wird, zunächst einmal, dass hier ein Rundgang durch das Dorf erklärt wird und dass die verschiedenen Stationen besprochen werden. Und das hilft also dem Besucher hier, das besser in Erinnerung zu behalten. Und ist wahrscheinlich doch ein Mitbringsel auch, das von einem gewissen Wert hat. Das Ötzidorf ist seit dem Jahr 2000 nicht nur eben für die Gäste, sondern auch für die Einheimischen, für die Mitarbeiter und für die ganzen Familien ein zentrales Angebot im Ötztal. In der Kombination dann mit dem Stuibenfall, mit dem Klettergarten, mit dem Greifvogelpark haben wir hier ein tolles Tagesausflugsziel im Ötztal geschaffen. Von der Saison her sind wir sehr positiv gestimmt. Das heißt, die ganze Anfrageflut, die wirklich derzeit einherkommt, egal ob das Einzelpersonen sind, ob das Schulgruppen sind, die müssen wir wirklich auch erwähnen, aber auch der Gruppentourismus, der Bustourismus scheint wieder langsam in die Gänge zu kommen. Einfach das ganze Paket. Und nicht zuletzt haben wir natürlich viele Gäste in unserer Region im Ötztal. Da erhoffen wir schon, dass wir unser Publikumsmagnet vom Ötzidorf wieder auf Vordermann bringen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich.
Ja, wichtig natürlich, weil unser Gast die ganze Woche an Attraktivität sucht, in der ganzen Woche, im gesamten Ötztal. Wir haben sehr, sehr viele Angebote von vorderen Ötztal bis ins hintere Ötztal. Und hier im zentralen Ötztal in Umhausen ist es doch ein sehr gelungenes Ganztagesangebot.